Hi Oliver, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen. Das macht nichts. Das macht nichts. Was machst du im Atelier Frankfurt? Hauptsächlich Kunst. Manchmal frage ich mich auch, was ich hier mache, aber hauptsächlich Arbeit. Wie bereitest du dich für die Open Studios vor? Oh, ich räume ein bisschen auf. Ja. Beschreibe deine Arbeit in drei Worten. Was hatte ich da? Ach so, genau. Weltanschauungen, Strukturen und dadaistischer Prototypenbau. Okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Grün, rosa. Wenn du dir nie wieder Sorgen um Geld machen müsstest, was würdest du den ganzen Tag machen? Ich würde den ganzen Tag boxen gegen Sandsack. Okay. Ja. Könntest du Zeit reisen? In welche Zeit würdest du reisen wollen? Ich würde auf jeden Fall in die Zukunft reisen, weil da wüsste ich nicht, da hätte ich nicht, da wüsste ich nämlich nicht, was auf mich zukommt. Genau, das wäre interessant. Du schmeißt eine Dinnerparty. Welche drei Leute, egal ob verstorben oder noch am Leben, würdest du dabei haben wollen? Ah, ich glaube, ich würde Donald Trump einladen. Erdogan, der ist den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und Putin, Wladimir. Okay, das wäre eine interessante Dinnerparty. Auch. Du wurdest gebeten, eine Skulptur zu schaffen. An welchem Ort stellst du sie aus? Naja, mir fällt jetzt so vielleicht der Main auf dem Floß ja, so ein Objekt, ein leuchtendes Objekt. Was macht die Open Studios besonders? Ja, dass jeder Penner Zugang zu den Ateliers hat. Also ist nicht negativ gemeint, Okay. sondern einfach, also tatsächlich jemand, der selbst ein Obdachloser könnte hier reinkommen und mal gucken. Aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. Beende den Satz. Das Atelier Frankfurt ist. Eine rosa Wolke. Alles klar. Eine rosa Wolke. Ja, dann vielen Dank. Ja, gerne.